Ja, dann würde ich sagen, lass mal anfangen. Ich habe die so lange nicht mehr gespielt. Ich muss erstmal wieder reinkommen mit der zu spielen, ne? Hier sind ja zwei Perks da unten. Eine mit der Spinne ist ja halt Spiel mit deinem Essen. Durch Verfolgung mit der Obsession starte, dann abbreche, kriege ich einen Token, wodurch ich dann schneller werde und ja, das kann ich bis dreimal starten. Das lila Perk daneben ist, wenn jemand die Obsession so gesehen abhängt, dass der zur Obsession wird. Die Addons, die ich mit dabei habe, ist einmal, dass wenn die Leute kotzen, dass ich die, ja, wie er da gerade sieht, dass ich die sehe. Das war sehr intelligent von dir. Wieso bist du nicht weiter geradeaus? Und das andere ist halt, ja, da ist die Infektionszeit von Sachen, die ich ankotze. Das heißt jetzt wie Generatoren, Fenster, Paletten und sowas, dass die länger halten. Bin noch nicht mal wirklich weg gewesen. Wieso holt ihr den vom Haken? Was soll denn das, ne? Bleib da. Könnte ich Mori, mache ich aber noch nicht. Ich weiß, das heißt wahrscheinlich, du Tunnel oder sonst irgendwas. Ja, aber die haben mir noch nie mal eine Chance gegeben, von da wegzugehen. Ja, ich bin, keine Ahnung, ein bisschen weiter geradeaus gelaufen. Kurz um die Ecke. Mehr habe ich noch nicht gemacht. Jetzt gucken wir mal kurz. Ich muss mir angewöhnen, dass ich das nicht so lange drücke. Aber wie gesagt, ich habe ihn schon. Ja, Zielen üben wir nochmal. Das kommt davon, wenn man die ganze Nacht lang wach war und nicht alles was zu tun hat, dann als DVD zu spielen. Wieso läufst du in mich rein? Was soll das für einen Sinn ergeben? Brauchst auch nicht wiggeln, das direkt im Haken. Die Experte. Wenn Leute, die nichts drauf haben, ab sofort immer Experten. Kann auch keiner sagen, so von dem ich hätte ihn beleidigt. Weil ich finde nicht, dass der Ausdruck du Experte eine Beleidigung ist. Ey, was geht? Okay, bist du irgendwie dumm oder so? Du hast eben... Du musst das jetzt nicht verstehen, oder? Also, das war schon zweimal. Ja, Asapome. Und Bitchlab. Ich finde der hier Mori ist einfach so geil. Ne? Kotzt der ihn erstmal in die Fresse und dann BAM kriegt ihn voll die Bitchlab. So. So Rückhandschelle. Sitze ich da in Ernst, oder? Hm. Du bleibst auch noch da stehen?
verloren. Dafür kriege ich einen Token. Und dadurch bin ich schon sehr viel schneller. Wen versuchst du da zu blenden? Das mache ich das nächste Mal auch. Ich fliege in der einen Ecke von der Map der Killer in der anderen und versuche ihn zu blenden. Das hier. Locus Zume. Ja, ich könnte dich morgen. Ich mach's trotzdem nicht. Ja, Locust-Sorbet, jetzt lass mich damit in Ruhe. Was haben die anderen mit ihrem Locust-Sorbet? Ja, du bist tot, ich hätte dich doch morgen können. Hm, genau nicht. Hm, über mir. Okay. Ja, Locust-Sorbet. Hi. Das war echt genial. Was das werden sollte, weiß ich jetzt auch nicht. Okay, ich will dich ankotzen. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Breschmittel-Mami, gut, geht jetzt mal kurz gucken, wo dein Kollege da ist. Oder deine Kollegin. Oder den Nancy. Das Gute daran. Die arbeitet jetzt nicht da oben, oder? Das tut jetzt nicht wirklich, oder? Doch, tut sie. Ja, Locus OB. Wie macht man aus einem aus was für Sachen aus einem Locus macht man einen Sorbet? Ich weiß nicht, vielleicht. Jetzt kriegt er erstmal Schelle. Schnauze. Wieso rumzuwickeln? Bringt da eh nichts mehr. Die eine da Unbreakable, wie heißt das auf Deutsch? Ich glaube unbeugsam, ne? Aber das von Bill, wo man selbst wieder aufstehen kann.
Ja, unbeugsam ist das dann. Und ich nehme auch mal mit. Ich werde, wenn du Kobi versuchst, ich hau dir direkt in die Fresse. Nein, das ist ernst. Gerade eben Aufwärmmatch mit der gehabt und jetzt diese Map. Nice. Habt ihr die goldenen Vögel da gesehen? Voll cool, ne? Ich habe zwar zwei Perks ausgewechselt. Ich habe brutale Stärke mit dabei, womit ich schneller Gens kicken kann und Paletten schneller zertreten kann. Und Thrilling Tremors heißt es auf Englisch. Ich glaube, durchdringendes Zittern heißt es auf Deutsch. Du hast schon gesehen, dass ich hier bin, ne? Wieso läufst du in den Keller? Sag mal, bist du geistig behindert? Und hier durchdringendes Zittern macht halt, wenn ich hier noch aufhebe. Komm, gib mir eine Chance, hier rauszukommen. Lauf. So, Chance abgelaufen. Dringendes Zittern macht halt, wenn ich einen aufhebe, alle Generatoren, an denen nicht gearbeitet werden, werden weiß angezeigt und die, an denen gearbeitet werden, die werden rot angezeigt. Seht ihr da hinten? Der ist rot, das heißt, an dem wird definitiv gearbeitet. Doch, Leute. So, lass mal knallen. Ja, dann habe ich natürlich nur das poppende Wiesel mit. Ich weiß nicht, wie das Perk auf Englisch heißt, des Gordons. Das heißt, die drei Generatoren, die am weitesten von mir weg sind, wenn ich spawne, dass halt die für 2 Minuten blockiert sind. Das ist auch ein Perk von mir. Yeah, genau, meine ich auch. Was machst du denn da im Gebüsch? Ja. Bleib da, ich hole deine Freunde. Ja, ja, jetzt mach mal hier nicht so Faxen, ich komme schon. Die Addon, die ich benutze, ist einmal, damit ihr halt seht. Ich weiß, wenn ich meinen Kopf auflade, geht das sehr viel schneller. Ist wie eine langgezogene Addon, was man da unten sieht. Das etwas breitere ist, glaube ich, in der Infektionszeit. Also die Kombi, die ihr eben gesehen habt, wo man halt die Leute beim Kotzen sieht mit dem anderen Addon dabei, ist eine Kombi, die ich gerne benutze. Die zwei grünen da, die benutze ich ganz gerne mal. Und bei der Runde, die danach kommt, also jetzt hier nach der Runde, das ist auch eine Kombi, die ich ganz gerne benutze. Wieso bleibt ihr weiterhin da? Das muss ich nicht verstehen, ne? Poppen wir hier mal die Wiesel. Hä? Warum bist du geistig behindert? Ich stehe doch direkt hier. Genau, alle Cleansy. Alle Cleansy, Cleansy machen. Locos, Sorbet. Wir machen... Was war das denn?
Okay. Ja, ASMA, genau, Lukosobi, SMA, ASMA, keine Ahnung was. Ja, Lukosobi, ich weiß. Wenn du mir sagst, wie man ein Lukosobi macht, dann werde ich vielleicht, keine Ahnung, willst du mir vielleicht mal angucken. Essen werde ich es nicht, aber... Genau, lauf dem Killer entgegen. Ist wieder jemand dran am Arbeiten, wenn man sich geistig behindert. Bleiben Sie stehen, Polizei. Sie müssen hier ankommen. Er weiß, das gibt keinen Sinn. Weißt du was? Du hast dich jetzt zweimal so unglaublich dumm verhalten. Ja, jetzt krieg ich das Kotzen. Du kriegst noch einen Bitch-Slap. Hau rein, Mädel. Ja, ich komme schon. Einen Moment, bitte. Mir noch hier die ja Lokos so B, halt doch die Fresse. Ich habe mir nur gerade eben hier die Menstruationskotze. Das hast du echt nice gemacht, Mac. Ich bin stolz auf dich. So, einmal für dich. Ich wollte gerade sagen, ich wette, da ist wieder jemand dran. Ich weiß, ich könnte Pop benutzen, aber... viel besser, jemanden umzumachen, anstatt den laufen zu lassen und dann poppen. Stimmt, den haben die ja gefinisht gerade. Lukosobi. Ist ja alle direkt hier klemsen müssen. Also sich reinigen müssen, auf gut Deutsch. Generator ist auch scheiße, also hab ich's kotzen gekriegt. So, noch schnell Menstruationskotze. Ja, wenn du jetzt noch einmal Lukosobi sagst, ne, dann raste ich aber komplett aus.
da in der Nähe vom Haken. Okay, ich will ja nichts sagen, aber. Die wird jetzt so einer meiner neuen Lieblingsspieler. Mit der umgehen kann, ist der eigentlich richtig nice. Mal hier ankotzen. ASMR, ich weiß. Dürfte ich da mal durch? Dankeschön. Ich sehe erstmal eine Schelle hier mit der Glocke. Ah, alles voll kotzen. Wenn du nicht Balanced Landing hast, weiß ich nicht, was du hier oben zu suchen hast. Wiggle du mal weiter, mal dann. Ja, kannst du haben. Was? Mooshammer? Was hat ein Mooshammer damit zu tun? Locusobee, ASMR, Mooshammer. Was ist denn das für eine Sprache? Ja, Mooshammer, ich hab's verstanden. Jacke geholt, das ist eine Lücke. Falls ich dich vorher finde, klatsche ich dich trotzdem um. Hast du jetzt nicht echt weiter den Gen gemacht, oder? So, alles voll kotzen hier. Ist hier ein Keller oder was?
Ich meine, warum sollte man als letzter Survivor noch einen Gen machen? Das ergibt für mich überhaupt gar keinen Sinn. Sehr komisch. Die hat jetzt echt noch einen Gen gemacht, oder? Sag mal, also ich habe dir jetzt genügend Zeit gegeben, damit du die Luke suchen kannst. Mehr als genug. Also wenn ich dich jetzt noch kriege, dann ist es deine eigene Schuld. Eisenwerk der Qual. Die eine gerade eben aber auch ganz schön dämlich, ne? Anstatt direkt die Luke zu suchen, nö, immer nur einen Gen. Stellt euch mal vor, ich hätte die jetzt noch bekommen, während die versucht hat, den Gen zu machen. Verschenkte Punkte. Ich meine ja nur. Naja. Ich habe jetzt wieder mal die Perks ausgetauscht. Ich habe jetzt Überwachung und Uneinigkeit mit dabei. Uneinigkeit ist halt das von Legion. Wenn zwei oder mehr Leute an einem Gen arbeiten, dann wird man das halt angezeigt. Überwachung, wenn ein Generator gekickt ist, dann galt weiß angezeigt. Nein, die da hinten sind nicht gekickt. Das kommt von... Da, seht ihr? Das sind... mehr als eine Person dran, deswegen wurde dem jetzt gerade angezeigt. Ah, du hattest Sprint, die Bürste. Und da hast du Schelle. Gern geschenkt. Machst du das mal kaputt, Mädchen? Oder soll ich noch eins? Ist verschwunden. Odin. Oh wow, danke, dass du mir entgegenläufst. Voll nice von dir. So. Hier, für dich. Jetzt gehen wir da ja mal in die Wiese. Nachdem die eigentlich schon geschlagen oder getreten haben, die Killer, muss man immer noch so eine Sekunde warten, bis es dann fertig ist. Was eigentlich voll dumm ist, weil die Aktion ist ja schon geschehen. Warum soll ich danach noch warten? Finde ich vielleicht dumm. Ich brauche keinen Survivor suchen, ich weiß, dass da hinten einer ist. Wenn Fing entgegenläuft, dann kriegt es halt wieder eine Klatsche. Nice gemacht, Jake. Ja, Feng, ich hab dich da hinten gesehen, aber ich geh mir nicht auf die Eier. Okay. Wenn du unbedingt willst. Adanika Dingir! Asapome!
Wieso läuft man eigentlich nur in der Nähe des Killers rum? Weißt du, so dass der einen richtig findet und. Muss ich jetzt nicht verstehen, ne? Muss ich nicht verstehen. Übrigens, das Addon, was ich hier mit habe, das ist dieses eine Pinke. Weil dein Gen fertig wurde, habe ich automatisch diese Kotze, womit ich hier noch mehr anhitzen kann. T-Baggen. Alles klar, Alter. Du bist getunnelt und wieder weggemorit. Komplett egal. Was ich richtig hasse, das sind so diese Clickies, ne? Also die mit der Taschenlampe hinter einem herlaufen, weil es dann klick, 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 so, ey, ich brauche Aufmerksamkeit, ich brauche Aufmerksamkeit, ne? Bei denen kenne ich echt absolut keine Gnade. Weil das jemand bei mir macht, so von wegen so, hey, ich brauche Aufmerksamkeit, ja alles klar, du kriegst Aufmerksamkeit, bis du tot bist. Die werden von mir zu Tode getunnelt, bin ich ganz ehrlich. Und ihre Taschenlampe ganz normal dafür benutzen wir es, um Killer zu blenden oder die Fallen der Hexe wegzumachen oder so, ja. Für mich vollkommen okay. Dafür ist das Teil ja da, weißt du? Aber wenn die aufmerksamkeitsgeil sind, ja gut, dann kriegen die halt so lange Aufmerksamkeit, bis sie nicht mehr da sind. Nice gemacht, Jake. Geil, das ist direkt in diesem Moment das Kriege. Okay, ich hab dich schon gehört. Und da der Herr hier den Schlüssel hat, mach ich den auch direkt mal wieder down. Ja, du denkst jetzt, du hast einen Decisive Strike, den du einsetzen kannst, ne? Am Arsch, Alter. Du hast mich geteabaggt und du hast einen Schlüssel. Du musst weg. Ich weiß, einen Schlüssel kann man auch ganz einfach benutzen, sonst... Ich kenne auch so viele andere Streamer oder... Keine Ahnung, Leute, die Videos hochladen, die das genauso machen. Sobald die den Schlüssel sehen, alles klar, derjenige muss weg. Ach, weißt du, was du magst? Das kann man. Das war echt. Ich weiß zwar nicht, warum du das gemacht hast, aber... Okay. Oh, ist gerade weg. Hast du toll gemacht. Und Leute jetzt denken so... Ja, aber warum bist du dem jetzt hinterhergegangen? Hast du nicht die eine aufgehangen? Ja, wieso soll ich denn extra noch Zeit verplempern und denjenigen suchen? Und... Nehmen wir mal mit in den Keller. Naja. Würde ich mal sagen, war es das soweit mit dem Video? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann tut das. Und wenn ihr Bock drauf habt,
dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Kopfsekarussell! Yeah! Kopfsekarussell! Hui! Haut da rein!